Für Sonntag, den 30. Januar, hatten wir den Drei-Türme-Rundwanderweg in Witten geplant. 13,4 Kilometer, 3 Stunden, 40 Minuten Gehzeit, mittelschwer, hört sich gut an. Für mich mit einem kleinen gesundheitlichen Handicap sollte es allerdings etwas anders aussehen. 421 Meter aufwärts. Wir sind am ersten Punkt unserer Drei-Türme-Wanderung angelangt und haben den ersten Turm erreicht. Christo hat den Turm verhüllt. Alles war noch ziemlich entspannt am Anfang. Der Weg war noch sehr flach. Einfach darüber laufen. Die sind genau dicht beisammen. Wir mussten uns dann an einem Bach ausprobieren. Dann geht doch mal Tiefsee tauchen. Nochmal. Aber ich lasse es mal sein. Wieso? Du kannst hier ohne Probleme laufen. Nee, lass es. Guck mal, da kommt jemand. Mann, was düster da entlang. Da hinten. Oh oh. Na? Dann, du kannst gerne vorbeigehen. Das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Ich bin zurückgegangen. Ich auch. Aber du weißt ja. Ja, deine Schwäche zeigen, ne? Natürlich. Ich habe mich hier gerade noch wieder gefunden, in die Mutke hier gerade. Hey! Ich nehme die Brücke. Das Fahrrad kannst du da auch nicht durchfahren. Ja, Schatz, dann komm. Einfach über die Brücke gehen ist einfacher. Hey. Ja, mag ja sein. Aber halt auf Schlamm. Die erste Pause. Gefällt es euch? Naja, gefallen hat es uns bis dahin noch sehr gut. Es sollten ja auch noch einige Kilometer kommen. 421 Meter aufwärts auf 5,44 Kilometer. Wenn ich fertig bin mit Filmen, dann komme ich zum Trinken, zur Tränke. Ich hoffe, du hast Bier mitgenommen. Nee. Was haben wir heute nicht an Bord? Das könnte mir auch nicht passieren beim Laufen. Turm 2 ist nicht verhüllt, aber dafür eingezäunt. Naja. Und von Menschen umladen. Ich wäre jetzt gerne raufgelaufen, aber ist nicht. Ja. Ja, schnell noch ein Foto gemacht. Kleines Hindernis am Weg. Ja. Wo lang? Ich gehe jetzt erstmal da zu den Mädels hin, warte. Hi. Oh, tschüss. Wie heißt das? Wie heißt das? Welche Scheiße? Wie war das nochmal? Ameisenscheiße. Ameisenscheiße, ich komme nicht mehr drauf. Ach ja. Oh, Entschuldigung. Alles gut. Ich wollte hier nicht den Weg versperren.
Nein. Dann ging es wieder ein paar Meter abwärts. Und dann wieder richtig steil aufwärts. Ja, ich gehe. Ich komme sofort. Das waren jetzt noch die guten Wegpassagen, die sehr gut begehbar waren. Wir hatten auch schlechtere Teilstücke. Hier hätte ich am liebsten bei der Pause den Bus genommen, aber der kam an dem Sonntag nicht mehr. Erst Montag fuhr der nächste. Vom Pavillon aus konnten wir den letzten Turm, unser letztes Ziel auf dieser Reise, auf dieser Rundtour sehen. Jetzt haben wir auch noch den dritten Turm. Im Gegenlicht, im Abenddunst. Da sind wir gleich noch im Auto. Ich weiß nicht, wie hoch der war. Mein Gott, das war nur für große Leute. Boah! Hilfe! Eine Stöcke, wo hast du die? Ich habe meine Stöcke unterm Arm. Wir sind an der Ruhr und am Ziel unserer Wanderung. Trotz aller Anstrengungen eine sehr schöne Tour. Noch schnell ein Abschiedsfoto gemacht.